Warum Hä? nein? Warum nicht? Darum. Erst ist die DLC rein. Nein. Wir fangen einfach hier im Menü an. Boah, das finde ich ja schon ziemlich Machtmissbrauch. Ja. Was ist mit euch los? Seid ihr größenwahnsinnig geworden? Ja. Die eine kickt wie wild, die andere drückt einfach die Aufnahmetaste. Ich meine, guck dir das an. Ich bin die Oma und ihr seid irgendwelche Wintertiere. Wer hat hier wohl die Macht? Neues Spiel. Ja, also eigentlich habe ich zu viel Zeit in der Sonne verbraucht. Verbraucht vor allem. Verbraucht, wenn du nach Macht fragtest. Ja, tun. Oh, guck mal, danke, schneiden. Es gibt neue Overcooked-Level, die eigentlich nicht neu sind. Wie alt sind die? Ein halbes Jahr? Wir haben es noch nicht gemerkt. Okay. Ja, ich habe es gemerkt. Fast ein halbes Jahr. Weil mein Steam es updaten wollte. Ich dachte, was will ich denn updaten? Und dann habe ich gesehen, oh. Eure Zwiebeligkeit. Oh mein Gott, das sind doch meine berühmten kulinarischen Entdecker. Ich bin übrigens auch ein bisschen erkältet. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht ganz so erkältet. Meine Wintertiere. Wuff. Sehe ich genauso, Kevin. Oh, wie unangenehm. Sehe ich nicht genauso. Wow. Köche sind niemals zu spät, Kevin, auch wenn sie 5 Monate später kommen. Und niemals zu früh. Sie kommen immer absolut pünktlich. Und das hier ist das perfekte Timing. Denn heute wird das erste World Food Festival des Zwiebelreiches eröffnet. Oh mein Gott. Ich habe da etwas Wir haben etwas vorbereitet. Eine Auswahl von Köstlichkeiten von überall her. Sushi, Schnitzel und Döner. Wir sind durch die heißesten Wüsten und über die kältesten Gletscher gezogen, haben unser Leben riskiert und... Wow. Ja, schon gut. Kevin ist sehr weit gereist und hat seine Freunde kontaktiert. Wow. Und er ist beliebt, ja. Er ist beliebt. Und dadurch können wir weltweite Geschmäcker, Familien und Gemeinschaften feiern. Mit natürlich 1 oder 2 Überraschungen. Und ihr liebt ja den Krawall, meine gewitzten Küchenmeister. Und jetzt los, viel Freude und bringt etwas Bobo-Tee mit, ja? Ihr seid wirklich die Besten. Was? Warum immer das ist. Bobo-Tee? Ihr wollt bestimmt Bubble-Tee sagen. Bubble-Tee! Ich dachte schon, ich kann nicht mehr lesen. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Ah, hier kann ich fluchen, das ist schon mal gut. Ja. Da renne ich. Huch! Ich setze schon mal das Popcorn auf. Normalerweise müssen wir doch immer hier runter. Ach, Learning by Doing. Ja. Wir haben doch schon mal gespielt, das Spiel. Ich spiele das erste Mal mit meinem neuen Switch-Controller. Der genauso ist wie der alte, aber sieht anders aus. Da ist ein Yoshi drauf und kein Triforce mehr. Ist jetzt grün anstatt grau. Aber grau. Musik! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich weiß gar nicht, wie viele Level wir haben. Ich auch nicht. Aber es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auf jeden Fall. Cool. 40. Ich weiß noch irgendjemand, ob ich immer am Stück aufgenommen habe oder habe ich Cuts gemacht, so nach einer halben Stunde ungefähr? Ich glaube, du hast dann. Die ersten Level haben wir. Nee, die ersten Level haben wir Dingsbus aufgenommen, pro Level. Glaube ich. Und danach haben wir, wo wir dann die 80 Versuche für die 4 Sterne, die haben wir dann am Stück aufgenommen. Das Rezept. Bobo-Tee. Ei und Mehl. Gib die. Warte, ich muss es nochmal lesen und mitdenken. Schneide die Zutaten zurecht und mische sie dann mit Ei und Mehl. Gib die Mischung an den... Okay, ich mach die Mixer. Oh mein Gott. Jetzt schon zu viel, weil die Leute da wieder zwischendrin rumlaufen. Wie tut man Dinge? Hier ist ein Ei. Ich habe ein Ei in den Mixer getan. Da ist Milch, wir brauchen Hack Milch. Hack mal Fleisch und Huhn und Zwiebel. Okay. Und dieses süße Gedöns auch, ne? Das muss aber auch gehackt werden, das ja, ist krokant. Ich weiß gar nicht, wer das weggeschmissen hat gerade, ich weiß es zumindest nicht. So, ich tue das krokant in das zweite rein. Da muss noch irgendwas rein. Fleisch muss rein. Warum ist da kein Fleisch gemacht worden? Weiß nicht. Nee, Fleisch... Wir müssen erstmal, Das zweite brauchen wir doch Hähnchen. Chill deine Beeren. Warum ist da eine Zwiebel im Ofen? Fängt schon mal gut Warum an. Warum ist da... Wo ist das Fleisch? Oh, haben wir es falsch gemacht? Nein, das ist das zweite. Ich hab das Fleisch gemacht, aber die Zwiebel war schon drin. Hier, mach doch da rein, Kashi. Es muss hier rein. Nee, da muss doch das Hähnchen rein. Nein! Ach Gott. Da hat jemand den falschen Leser. Einer aus dem Ofen. Ofen? Okay, ich mache jetzt das dritte. Gut. Was? Schnibbelt ihr mir immer einfach mal alles. Schnibbelt ihr mir mal alles auf Vorrat. Genau. So. Okay, Und dann nehme ich das da.
Ich habe übrigens ein Dreieck unter mir und ich könnte schwören, ich hätte sonst kein Dreieck, oder? Ich hatte sonst natürlich nur einen Kreis. Nein, das ist Player abhängig. Also je nachdem, welchen Platz du bist. Geh weg, Typ! Beim alten Ober guckt man dann immer Kreise. Okay, ja, okay, langsam blickt die Oma hier durch. Okay, es läuft. Hat jemand drauf geachtet, wie viele Punkte wir brauchen? Es läuft schief, 140 für 3 Sterne. Es läuft nicht schief, alles gut, Kinder. Den ersten haben wir. Die Oma hat das im Griff. Tut jemand das Essen da raus? Perfekt. Hoch. So. Kann das gleich so raus? So. Bitte neues Fleisch schnibbeln, dankeschön. Bitte sehr. Und Teller. Steht neben dem Ofen. Steht direkt neben dem Ofen. Ja, hab ich schon gespült. Entschuldigung. Hab ich nicht gesehen. So. Was machen wir denn? Das zweite, ne? Nee, doch. Das da. Mixer. Danke. Das ist eng. So. Brauch neues Fleisch, bitte geschnibbelt. Ja, bin schon dabei. Stehen doch Leute im Weg. Alles gut. Überall. Immer diese Leute. Wo ist die Musik ist geil. Wo ist die Ausgabe? Unten rechts, Manni. Oh. Unten rechts. Okay. Da, 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 da. Ich weiß, warum ich nie rausgebe. Schmeiß das Essen hier nicht auf den Boden, das ist keine gute Idee. Ach, hier gibt's schon keine Ratten. Noch nicht. Nee, aber ich sehe uns schon wieder irgendwelches Essen irgendwo reinschubsen. Ach, wir doch nicht, wir sind Profiköche. An All You Can Eat kann das bestimmt nicht mehr passieren. Oh nein, ich habe falsche Dinge getan. Hat keiner gesehen. Hey, Miss Last Words. Ist das fertig hier? Ja, sieht so aus. Ja. Okay. Ich muss mich erstmal diese neuen Rezepte gewöhnen, Kinder. Im Endeffekt ist es doch wie damals, nur dass da jetzt noch ein Zwiebel reingesteckt wurde. Dann mach du das doch, alles wie damals. Das hab ich nie gesagt. Ich war nie für die Rezeptzustellung zuständig. Mhm. Aber du weißt, dass es genau wie damals ist. Ja. Wir hatten die Kombi mit Mixer und den, Es ist sehr abstrus. Mit dem Hähnchen und sowas nicht, oder? Ich glaube, nee. Weil wir es doch teilweise in die Reiskocher gesteckt haben. Ich wollte gerade sagen, welchen Kevin nochmal. Nee. Doch, in die Basskörbe. Das war Mehl und eine weitere Zutat. Ja, teilweise auch Fleisch. Mehl oder und eine Milch. Weitere Zutat. Nicht Milch, und Ei und zwei. Ja, das also ja, das mit Milch und Ei zusammen. Also das ist schon neu. Oh ja. Jetzt kann er nur einfach nicht zugeben, dass er... Nächste Runde Mixed Con ist ja das gleiche wie immer. Ja, ich hab doch gesagt, da sind aber zusätzlich noch ein paar Sachen mit drin. Zwiebeln und Milch, das ist immer das gleiche. Ja, aber wenn andere Sachen mit drin sind, ist das Rezept dann anders. Ich würde gerne googeln, was Bobo-Tee ist, aber wenn ich jetzt raustappe, dann geht das Spiel zu und dann seht ihr meinen. Nein. Ich habe mein gutes Handy jetzt. Neben mir. Geht nein, wir talken jetzt. Ist mir egal. Du hast mir gar nichts zu sagen. Wir wollen noch kulinarisch uns weiterbilden und wissen, was Bobo-Tee ist, aus welchem Land das kommt. Es sah aus wie, also vom Rezept her so Lasagne-mäßig wahrscheinlich, ne? Nur ohne Nudeln. So Gemüseauflauf, Fleischauflauf, ich höre auf. Afrikanischer Hackfleischauflauf. Sag ich doch Auflauf. Okay. Hackbraten aus Südafrika, der auf Zuwanderer aus Indonesien zurückgeht. Okay, weiter geht's. Also in den Ofen, das ist ja wahrscheinlich dieses Auflauf. Oh, Spieße, ich hasse Spieße. Spieße sind blöd. Hackt alles. Ich mache links das erste. Kann ich von hier aus hacken? Nein, da ist Wasser. Du kannst ins Wasser fallen. Ich hab das nicht realisiert. Oh nein. Ich sehe Feuer. Ah, okay, ich brauche... Hä? Oma, was tust du? Tomate habe ich dir schon reingesteckt. Ja. Noch jetzt noch einen Huhn. Schnibbelt ihr mir mal bitte alles irgendwie auf Vorrat. Hähnchen ist oben links kommen. Und irgendjemand kann noch Blasebalken. Bin dabei. Und ich brauche eine Ananas, die ist links unten. Bitte hacken. Links dahin. So. Der Spieß ist fertig. Ich weiß auch nicht, wo ein Teller. Teller. Er stand daneben. Oh, puh. So, hat mir jetzt jemand die Ananas gehackt? Ich hab euch alle lieb, ich hack sie mir selber. Wollte ich eigentlich, aber dann stand da auf einmal ein Spieß drüber. Bin ich fürs Hacken zuständig. Verstehe schon. So, dann machen wir hier einen Huhn. Ich liebe es auch, wie immer Tomaten gehackt sind in Omas Küche. Ja, ich kann nicht hacken, weil alle Bretter belegt sind. Ja. Ja, hier, guck, Tomate. Oh, ich habe was Falsches rausgegeben, ich bin gut. Toll gemacht. Ja. Oh, das ist ein Feuerlöcher, kein Basebalg. Wirklich wie immer. Dankeschön. Ja, Spieße sind böse.
So, könnte diese Ananas bitte auf diesen Spieß gehen, der gleich abläuft. Oh mein Gott. Warte ich. Hä? Wo ist denn jetzt? Auf Essen muss er jedenfalls. Ja, vergiss es, es wird nichts. Wir sind einfach richtig schlecht. Oh. Okay, ja gut, da hinten ist schon das zweite Gericht. Ist der Spieß frei? Okay. Ach ja, wer braucht schon eine Combo? Vollkommen egal. Diesmal habe ich nicht auf die Punkte geachtet. Es wäre besser so. Okay. Mir gefällt die Musik. Nee, ja, die Musik ist cool. Hat so was Orientalisches. Mhm. Vielleicht zwar nicht die Spieße aus, aber ja. So. Rechts das bitte. Das nächste? Das, was rechts ist. Ach. So. Pilz. Weil jetzt sehen wir nicht mehr in der Reihe, also nicht mehr das erste, sondern ne, wie es abläuft halt. Ne? Gegenkommt oder so, lässt man jetzt irgendwie die Sachen fallen. Gell, hab ich auch schon gedacht, dass ich ständig irgendwie Sachen fallen lasse, ja. Ich hatte auch ständig ich bin das raus Gefühl. Im Inno 10 Sekunden, das bringt eh nichts mehr. Du darfst auch raus. Du darfst raus, genau. Hier ist der blaue. War noch nicht fertig gerade. Okay, es ging ja mal grandios quietsch, quietsch, in die Hose. Quietsch, quietsch. Ja, da fehlen 60 Punkte. Nee, okay, 50. Nochmal. Ja, kein Wunder, wenn wir den Thema zweimal falsch rausgegeben haben. Ich kümmere mich ums Spülen und ums Anheizen, okay? Okay. Gut, dann trag ich raus. Ich hacke und mach das Feuerwerk kaputt. Oder was auch immer da brennt. Ja, dann kann ich mitlöschen. Trag ich raus und lösch mit. Ich pack die Späße diesmal. Schneller und ordentlicher. Ist gut. Wenn jemand meine Ananas schnibbelt. Okay, am Anfang bitte schnibbeln. Hm. Huhn und Fleisch. So, aua. Okay. Ja, irgendwie lässt man jetzt die Sachen los, obwohl man sie nicht loslassen will. Das ist ganz schön anstrengend. Ja. Wenn man irgendwo gegenknallt, oder? Da fehlt noch ein Händchen auf dem linken Spieß. Das ist korrekt, ich habe den rechten gefüllt gerade. So, dann brauche ich das da. Dann brauche ich... Okay. Das rechts kann raus, bitte. Schnell. Nein, ich komme nicht an mein Huhn, weil da Feuerwerk ist. Party! Wuhu! Nimm doch den Feuerlöscher in die Haare. So, der Huhn muss dahin und da links muss der Pilz hin. Okay, bitte ganz viel Huhn und Tomate schnibbeln. Ich kann auch selber eine Tomate mal schnibbeln hier. Zack. Die Huhnkiste brennt. Rechts ist es fertig. Ich glitsche schon wieder durch die Gegend. Schlecht. Mach das mal nicht. Ja, hab ich auch nicht vor. Du hast den Spieß, Con. Du hast den Spieß in der Hand. Du hast den Spieß in der Hand. Wo ist denn der Teller hin, der da lag? Der, der ist ja aus der Hand gefallen. Der lag daneben. Warte, warte. Wie sprüht man denn? Oh, das ist ein Blasebalg. Oh, ich bin so gut im Feuerlöschen. Oma ist verwirrt. Alles draußen. Okay. Unglaublich anstrengend. So, rechter Spieß ist belegt. Da steht das nichts drauf. Ja, ich mach das trotzdem schon mal, damit wenn was drauf ist, es schon mal heiß ist. Okay. Wenn ich nichts zu tun habe, warum nicht? Ja, das ist richtig. Das heizt auf jeden Fall trotzdem schon mal vor. Okay. Und das Geräusch ist süß. Quick, quick, quick. Damals hieß es noch Kirsche, der den scheiß Blasebalg quietscht. Ja, die Zeiten ändern sich halt. So. Danach. Ah, okay. Alles gut. Kann ich runternehmen? Ich brauche hier mal eine Quietschung, bitte. Ja, kommt. So. Danke. Ja, schon viel besser jetzt, Leute. Das können wir automatisch abgestellt. Nur weil ich da so eng an dem Ding vorbeigelaufen bin. Das ist kacke. Haben wir noch einen Teller? Das rechts ist bald fertig, wenn es jemand anheizt.
und er auch spielt. Du darfst reinkommen. Ja, das ist leichter gesagt getan. Renn! Ja, okay. Das war zu knapp. Ja. 681. Ja, seht ihr. Ich habe bestimmt einen 4. Stern. Doppeltes. Nice, du, die Sune. Wir müssen uns so ein bisschen warm spielen. Wir brauchen mehr Blasebalke. Szene wird vorbereitet. Mhm, 700! Oh Gott, das sieht so chaotisch aus. Aha. Oh mein Gott. Ach, vor allem, wenn ich Wasser sehe, bekomme ich immer Angst. Ja, ich sehe die Welt vor mir. Siehst du Wasser? Oh, ah ja, stimmt. Hoffentlich kommen da keine Wellen. Ah, aber da ist doch ein Tau, da kannst du gar nicht drüber fallen. Kistenmenüs. Die Kisten müssen gesammelt werden, um den Kunden die Mahlzeiten zu liefern. Stelle sie an der Kistensammelstelle ab, was? Was? Und ja, man muss die Kisten auch noch zusammenfalten. Ja, Wunderbärchen. Okay. Ich sehe Reis und Burritos. Okay, warte, zuallererst. Leg das mal ab. Ich weiß nicht wie. Ich glaube. So. Dass das das so? Ergibt Sinn, Vanni. So, sonst kriegt die auch mal die Krise. Wo hast du die Kiste her? Okay. Gib mir ruhig was und bring es rüber zum Schnibbeln. Krieg ich einen Pilz zum Schnibbeln? Bei mir sind die Kisten, Elik. Mhm. Oder Con oder wer auch immer. Ja, Elik, kannst du. So, ich habe die Kisten gefaltet, die sind jetzt hier. Ich weiß jetzt, da muss wahrscheinlich dann das Essen gleich rein, richtig? Wahrscheinlich. Wenn es fertig ist. Ich habe hier ein Hühnchenburrito, da brauchst du noch Reis dazu. Okay, dann nehme ich das so. Nehme ich das so mit. Hör mal. Ja. Sind die fertig? Okay. So, und dann kommt das hier hoch. Okay. Also ist das wie eine Ausgabe nur in der Kiste. Also statt Teller haben wir die Kiste. Okay. Ja, okay. So, wo hast du jetzt nochmal die Kisten her? Ja, die Kisten waren. Da kommt genau, die waren rechts und dann bin ich nach links. Nee, die Kiste ist schon fertig. Ja, yeah, genau. Genau. Aber die kommen ungefaltet, kommen die hier rechts. Und da muss man die rüberlegen und die falten. Okay, Pilz, okay. Huhn, Fleisch bitte schnibbeln. Oben was? Schnibbeln. Okay. Mal Huhn. Und ich habe hier zweifaltige Dinger. Ihr müsst nur mit eurem Reis kommen. Oder hier, mit der Kiste hin, kommen. Oder wie sollen wir es machen? Ja, ich komme mit der Kiste. Warum ist denn da jetzt schon Reis in der Kiste? Oh nein, das Fleisch ist runtergefallen! Ja, ich hab's gerade gesehen. Fang. Okay, danke. Nee, immer noch nicht. Das muss jetzt. Fleisch. Weg. Ja, schnell. So, Moment, Oma braucht einen Überblick. Huhn und Pilz. Hat keiner gesehen. Okay. Der Pilz hier muss schnell raus. Con, du nein! Brauchst du einen Feuerlöscher? Ja, bitte! Komm, ich komme! Trennt alles! Oma ist wieder zu schnell, merke ich hier. Feuerwehrkirsch. Nee, der Rest funktioniert noch nicht. Schnibbelzeug bitte oben lassen, Oma hat Stau. Ja. Jetzt, nee, du kümmerst dich jetzt bitte um den Reis. Okay, ich habe vierfältige Dinge. Ich mach den Reis. Weil der, das ist zu gefährlich, dass der verbrennt. Weil der ist ja, okay, gut. Ja, ich bin fertig, you know. Ja. So, ich komme. So, Elik ist am Rumschnibbeln, perfekt. So, was ist das nächste? Es ist eher schon verloren. Es ist vorbei. Okay, ist egal, was, ja. 700 Punkte, ja. Das aber wir mussten uns ja auch erstmal orientieren hier, ja. Jetzt haben wir ein bisschen arg viel Huhn. Egal. Au. So. Also, Roberto, du kannst gerne, wenn zwischendurch du Leerlauf hast. Ja. Dann ich bring die ungefalteten Kisten immer rüber. Ach, ich habe das nicht rausgegeben. Das ist mir hier aus der Hand gefallen. Aber ich sehe hier oben die, die Ausgabe auch nicht. Die Rezepte und deswegen habe ich es gar nicht gesehen. Ja. Und wenn dann da ungefaltete Dings der liegen, Pilz. Kannst du die entfalten. Ja, okay. Kann ich die werfen? Nein, natürlich nicht. Sorry. Alles gut. So. Wie jetzt zum Beispiel? Ja, Moment. Ich trinke mal was. Nein. Ah.
110 Punkte zu wenig, naja. Ich meine, ich kann auch Reis kochen, wenn das lame ist, weil ich habe immer Reis gekocht. Also alles nö, gut. Alles gut. Du kannst auch rausgeben. Du bist doch sonst mal der Rausgeber. Ja, nee, alles gut. Ich habe mich da unten gerade in der Ecke wohlgefühlt, weil ich habe immer noch nicht. Wo kommen denn jetzt die ungefalteten Kartons an? Rechts? Oben rechts. Die spawnen rechts oben, so wie die dreckigen Teller normalerweise spawnen. Ah, okay. Das sehe ich. Hab dich vorhin vor der Kiste stand, war so, da ist gar nichts. Ich kann nichts in die Hand nehmen. Aber okay, gut. Yeah. Nee, kann ich gerne falten und kochen. Also, wie war alles Chili Vanilli? Okay. Hier liegt Schnippel, ich gebe raus, okay. Und bring die Tüten rüber. Oh, falsch. Das kriegen wir hin. Sorry. Dann kommen wir jetzt auch nicht in die Quere, weil dann eigentlich nur Cashy viel rumrennt. Oh. Und Elik halt von Kiste zu Brett. Ja. Ich schnippel jetzt am Anfang auch ein Ding. Das ich fall erst, wenn die ganze Kiste. Was brauchen wir denn am häufigsten außer Reis? Das ist unterschiedlich. Ich brauche alle drei Dinger. Bring dir ein Hähnchen mit, wenn ich jetzt eh hier rüberlatsche. Ja. Ich nehme Fleisch. Töpfe, Pfannen tauschen. Oh, stimmt, das habe ich vergessen. Da war was. Ich mach schon, geh weg. Ich wollte gerade sagen. Weiß nicht, böse gemeint. Ja, passt. Die habe ich noch gar nicht getraut zu werfen heute. Ich brauche noch ein Fleisch, bitte. Oh. Nächste. Danke. Das Huhn links zuerst. Soll ich das Fleisch runterwerfen? Okay, gut. Passt schon. So. Pilz? Nächste. Jetzt darfst du, wenn du willst, einmal falten. Nochmal Pilz. Auch da, kriegst du. Dankeschön. Du darfst wieder, wenn du willst, falten. Ja. Okay. Weiß ich warum, aber irgendwie erinnert mich die Musik voll an König der Löwen. Ja, ich kann wieder falten, aber der eine Reis ist nicht fertig, ja. Ja, Pilz, Kaschi. Dreimal Pilz jetzt. Okay. Wir brauchen noch einen Pilz. Ich hab so Angst, irgendwo gegenzulaufen im Moment. Ich habe schon wieder irgendwas nicht rausgegeben. Ja, den Pilz, oder? Deswegen. Ja, Entschuldigung, aber ja, ich sehe das einfach okay, nicht. Okay, passt schon. Ja, jetzt ist der Rhythmus hier aber von dem Nee. Du nimmst Pilz? Bei mir, also ich habe immer eine Kiste genommen, bin immer rüber, aber das war natürlich jetzt durch das. So, warte. So, mal raus, damit ich hier einen Überblick kriege. Pling warten. Stimmt. Warte, die eine mache ich, dann kannst du die andere machen. Jo. Hoch. Fleisch, ne? Ja. So. Kann ich irgendwie helfen, weil ich bin hier echt. Hat wieder nicht funktioniert. Ich bin zu schnell für das Spiel. Aber diesmal habe ich es gesehen. Na, ordentlich. Oh, Bunny. No. Huhn? Ja. Okay. Cashy Pilz. Ich muss gar nicht mehr backen, oder? So viel Zeit ist ja nicht mal mehr. Kann ich irgendwie helfen? Oder? Ja, 700 Punkte haben wir du kannst die Kisten oben machen und Reis holen, wenn du willst. Nein! Doch. Genau. Wie kriegen wir das noch raus, was da liegt? Ich kann Feuer löschen. So, ich nehme eine Kiste und dann. Wie falte ich denn? Ja, wie du spülst. So wie schneiden. Okay. Und dann hole ich mir da Reis. Genau. Und dann. Ich hatte jetzt nur keinen Platz mehr. Nee, du brauchst das nicht. Das ist falsch! Ist doch egal, ist eh keine Zeit mehr. Ach, ich wollte das andere noch holen. Ich wollte das andere. Ah, ja! Easy. Sehr schön. Dann machen wir hier einen kurzen Cut.